Du hast einiges zu erklären, Tigerin. Du wurdest von Kind an zu einer Atlas-Assassinin ausgebildet und hast über 1000 Jobs erledigt. Um ein Haar hättest du 2 meiner besten Männer gekillt, bevor sie dich geschnappt haben. Sie sagt, wir sind ihre besten Männer. Das fühlt sich gut an. Au. Es sieht so aus, Athena. Ich stell dir jetzt eine einzige Frage. Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann stirbst du. Zielen! Also, ich frag dich nur einmal. Warum? Das ist eine lange Geschichte. Borderlands The Pre-Sequel, Ausrufezeichen. Matti, was ist das für ein Spiel? Also erklär uns ein bisschen dazu. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, na, ist das ein DLC oder kann man da wirklich an eigenständige Spiele warten? Also der Publisher sagt, es ist ein eigenständiges Spiel. Tatsächlich haben wir natürlich schon die Engine, die man schon aus Borderlands 2 und sogar fast schon aus Borderlands 1 erkennt, drin im Spiel. Die Spielmechanik ist auch sehr ähnlich, aber wir haben eine komplett neue Story, wir haben 4 komplett neue Charaktere und eine Spielzeit von mehr als 25 Stunden pro Durchlauf. Also in dem Sinne, man bekommt schon ziemlich viel. Ob das jetzt wirklich ein vollwertiges neues Spiel ist, ist natürlich so die Frage. Ja, da versuch doch bitte die Frage zu beantworten. Also wenn du dich da viele Stunden mit beschäftigt hast, was kann man denn wirklich insgesamt an den ganzen Neuerungen erwarten? Was sind die Unterschiede? Also wir haben einen neuen Schauplatz, das ist der Mond. Dadurch haben wir schon mal ein komplett neues Ding im Spiel. Nämlich die Schwerkraft ist gar nicht mehr so stark vorhanden. Wir können höher springen, wir können auch Stampfattacken machen. Und wir müssen auf unsere Sauerstoffvorräte achten. Dadurch ist das Spielgefühl leicht anders, aber nicht gravierend. Das ist so, insgesamt würde ich wirklich sagen, Borderlands-Fans mögen das auf jeden Fall. Ich bin ein großer Liebhaber der Serie und erwarte eigentlich auch nicht viel mehr als eben noch mehr Spielzeit, noch mehr lustige Quests und all das gibt das Spiel her. Und auch die neuen Spezialfähigkeiten von den Charakteren sind schon ziemlich unterschiedlich und auch dadurch hat man wirklich wieder ziemlich viel Spaß. Die Waffen, es gibt auch ein paar neue Waffen, wie jetzt zum Beispiel diese Laserwaffen hier, hat auch etwas. Aber es ist alles nicht eben stark anders. Okay, aber es ist ja auch eigentlich nicht verkehrt, weil Borderlands 2 war ja ein super Spiel. Und wenn man das jetzt wieder so eine kleine Fortsetzung bekommt, hat ja auch schon was. Eben. Und man darf mit Claptrap spielen, was ja für Serienkenner an sich schon sich wirklich lohnt. Schade ist aber nur, dass die Geschichte, da geht es darum, dass man Handsome Jack, den Fiesling aus dem zweiten Teil, helfen muss, zur Macht zu kommen. Ja. Und die Geschichte wird in den Zwischensequenzen immer aus der Sicht der Gladiatorin erzählt. Egal, ob man dann den Claptrap spielt oder eben den Enforcer. Also das ist ein bisschen schade, aber stört insgesamt auch nicht wirklich. Kannst du so eine grobe Charakterübersicht liefern? Also wir haben einen Wilhelm, den Enforcer. Das ist einer, der kann, seine Spezialfähigkeit sind Drohnen. Die Drohnen greifen Feinde an und ist ziemlich praktisch natürlich. Claptrap, wie gesagt, ist dabei. Der kann, der hat eine Kammerjäger.exe Spezialfähigkeit. Ist ein Zufallsgenerator. Der mal kann man schneller schießen. Aha. Mal, was wir gerade auch mal gesehen hatten, explodiert er einfach. Und ja, auch ganz lustig. Dann haben wir eine Gladiatorin, die hat so ein Schild. Die kann dann eben Sachen abwehren. Auch ziemlich praktisch. Und dann haben wir noch eine, so ein Cowgirl, die mit Pistolen sehr gut umgehen kann. Hier sind wir gerade Claptrap in Aktion, oder? Nein. Ja gut, wir spielen gerade Claptrap. Ja, das richtig. Meine ich, ja. Ja. Aber was auch sehr lustig ist, die Nebenquests mal wieder. Muss man kurz mal zuhören. Falsch. Das ist der Energiekernregler des Solarschiffes Crusade, das im Raumdock explodierte, als jemand ihn ausbaute, um ihn abzustauben. Man versuchte ihn dann wieder einzubauen, aber die Crusade war bereits... Also deutsche Synchronisation mal wieder toll gelungen? Ist toll gelungen und Humor ist wirklich wieder stark vorhanden. Es sind zahlreiche Nebenquests, die einfach sehr lustig sind, wie gerade dieses da. Das ein bisschen schade ist, aber wenn man zu viele von diesen Nebenquests löst, dann ist man zu stark in der Hauptquest. Und dadurch wird es dann ein bisschen, also dieses Balancing-Problem, was auch schon in den Vorgängern drin war, ist wieder mal dabei. Also das hätte man meines Erachtens auch beheben können. Neu ist auch, dass man jetzt Kryo-Waffen hat, aber wie schon die anderen Neuerungen, allzu stark sind diese Sachen halt nicht. Ja. Aber praktisch schon irgendwo. Gibt es noch irgendwelche Mankos oder noch irgendeine tolle Sache, die du nennen kannst? Nein, nicht wirklich spezifisch. Es ist wirklich so, dass
Borderlands The Pre-Sequel sehr ähnlich mit Borderlands 2 ist. Es hat genau die gleichen Vor- und Nachteile. Das heißt, lange Spielzeit. Mal sind die Missionen aber so, dass man da zu lange Laufwege hat oder unnötige Laufwege hat. Das mit dem Balancing ist nicht ganz so rund. Trotzdem ist es ein wirklich grandioses Spiel, gerade weil es einen super Humor hat. Und es macht sehr, sehr viel Laune, gerade im Koop-Modus. Ja, ich hätte dich jetzt noch zum Abschluss nach dem Fazit gefragt, aber du hast es ja eben bestens formuliert, würde ich sagen.